Damen und Herren, nach dem großen Erfolg der Vorstadtweiber hat man entschieden, dass nur Frauen den Song Contest moderieren sollen. Und das war eine gute Entscheidung. Sie würden mit Ihrer Souveränität und Ihren zwei Assistentinnen diesen Abend zum Ereignis moderieren. Und die Band ist auch spitze. Hier ist Miriam Weichselbraun und The Make Makes. Ja, was? The Make Makes. Wahnsinnig gut aussehende Gäste heute. Ah. Servus. So schön war es noch nie, oder? Seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Was möchtest du trinken, liebe Miriam? Wein oder Wasser oder gemischt? Gemischt? Ja. Und ihr? Haben wir Wein, Bier da? Bier? Bier? Ihr könnt gerne Bier haben. Wir besorgen euch Bier auch, ja, natürlich. Drei Bier? Ja. Habt ihr viel getrunken seit dem Sieg? Auch Bier? Ein bisschen zu Füßen. Zwei Bier? Ja. Also, wir waren das Wochenende dann doch intensiv am Feiern. Rissemann, wir führen schon das Interview. Ja, aber die erste Frage wurde noch nicht beantwortet. Sie sind hackedicht. So viel kann ich dir erzählen. Deshalb Freitag. Ich habe gedacht, dass du nackt heute kommst, weil man hat mir heute in der Früh gesagt, Miriams Koffer sind nicht angekommen, sie hat nichts zum Anziehen. Ich wollte auch, aber vehement wurde protestiert dagegen. Bist du sauer, dass man dir zwei andere Frauen, oder sagen wir zweieinhalb andere Frauen an die Seite gestellt hat? Conchita moderiert ja auch. Nein, ich bin nicht sauer. Du freust dich auf dieses Thema. Ja, aber das sind ja auch die besten sozusagen Fachkollegen, die man finden kann. Nämlich Alice Tummler und Arabella Kiesbauer. Ja. Gibt es da sozusagen Zickenkrieg schon im Vorfeld? Bis jetzt nicht, nein. Wer ist die Chefin? Also eigentlich habe ich eher den Zickenkrieg, wenn ich mit Männern moderiere, oft. Wirklich? Ja. Wer ist da die größte Zicke? Bis jetzt habe ich bei Frauen noch nicht sowas erlebt. Ah, du hast ja auch den Christoph gezeigt. Findest du, dass er eine Zicke ist, oder was? Oder war das eine Geste ins Leere? Eine Geste. Ich habe ja schon gehört, man muss beim Song Contest auch aufpassen und sich über jede Geste Gedanken machen, weil was in einem Land vielleicht funktioniert, kann im nächsten Land eine miese Beleidigung sein. Ja, es könnte sein, dass das in Italien zum Beispiel schlecht ankommt. Ja. Und das wäre meine Anfangsmoderation gewesen. Schade. Schön mal Italien. Ja. Ihr habt im Vorfeld schon relativ viel Zeit miteinander verbracht, The Make Makes und du. Waren The Make Makes eigentlich? Ja, wir vier auch. waren das die Favoriten von dir auch? Aber das habt ihr auch unterstrichen nochmal, alle sechs eigentlich super Musiker. Da war, fand ich auch gut. Ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich finde, das ist eine gute Nummer, gute Song Contest Nummer, passt. Absolut. Wart ihr überrascht, gewonnen zu haben? Ja, schon irgendwie. Also wie gesagt, das sind wirklich alle sechs Acts extrem gut gewesen und musikalisch ziemlich hochwertig. Und ja, das ist sowieso nicht unser Ort, dass wir uns da irgendwie 2000 Fenster lernen und irgendwie da so nachdenken, was wäre wenn. Auf jeden Fall haben wir uns richtig gefreut drüber. Ja. Wir haben kurz mal die Bilder da von eurem grandiosen Sieg, dieser berührende Moment, als du verkündet hast, wer gewonnen hat. Du hast geweint, oder? Ich habe geweint. Ich weine noch immer. Österreichs Song Contest Teilnehmer ist The Make Makes mit Alan Jones. Riesenapplaus für Dava. Darf man gratulieren? Gratulation an Make Makes. Da wird noch geknutscht. Ja, bravo. Wahnsinn, tolle Bilder. Der Make Makes, unsere Song Contest Starter. Das ist natürlich eine schwierige, schöne, aber gleichzeitig auch sehr schwierige Aufgabe. Weil so ein Auftritt beim Song Contest kann sozusagen der Startschuss für eine Karriere sein, aber auch der erste Schritt in die komplette Bedeutungslosigkeit. Welcher Platz wäre für euch noch sozusagen ein Erfolg und wo, würde ich sagen, beginnt, was die Platzierung betrifft, um Gottes Willen, hätten wir es nicht gemacht? Ich glaube, das ist egal. Also ja, ist egal. Wir ja, Schlag nach bei Wilfried. Ja, die Karriere war zu Ende. Bei der Vorausscheidung. Wir sind quasi da war.
Ah, okay, ja. Passt. Wir haben gegen Manuel Ortega verloren. Das war das der Demeter. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist so, als würdest du im Fußball gegen Grödig verlieren. Ja. Nein, aber ehrlich, jetzt natürlich, wenn ihr Letzter werdet, dann ist es ja, Letzter war natürlich nicht cool, aber wir glauben auf jeden Fall, dass werden wir... Sie ja nicht. Werden sie nicht. Ich glaube auch ganz vorne. Aber ja. Vielleicht kein Sieg. Schauen wir mal. Aber also der Unterschied... Top 10 würde ich wetten. Ich auch, ich wette auch. Ich habe gesagt, Top 7 habe ich gesagt. Weil es ist ja immer schon, weil du als Gastgeberland schon immer so Höflichkeitspunkte sowieso kriegst. Das heißt, ja, wirklich, solange, wenn ihr nicht irgendwie Durchfall habt auf der Bühne, wird das auf jeden Fall passieren. No. Du hast mal auf der Bühne Durchfall gehabt. Ich habe mal auf der Bühne Durchfall gehabt. Ja, aber weitergeschrieben. Und wir wollten ja, als wir beim Song Contest damals gestartet sind, wollten wir eigentlich, haben wir ja schon bauen lassen, sodass wir während wir singen plötzlich so in die Hose machen. Ah, oh, geil. Und dann hat der ORF uns das aber verboten. Vielleicht brauchen wir mal noch, vielleicht ist jetzt erlaubt. Wir haben die Maschine noch, wenn ihr sie haben wollt. Aber der Unterschied zu früher ist ja, dass der Song Contest inzwischen eine ernsthaftere, musikalischere Angelegenheit auch ist. Dass nicht nur quasi das so Special Olympics sind, sondern inzwischen sind das ja echte Musiker, die da antreten, oder? Unter anderem, ja. Also das hat man auf jeden Fall mit der Conchita oder halt mit so Bands wie Canon Linetz oder so schon gemerkt. Und das war für uns halt auch mit der Grund, dass wir gesagt haben, ja, vielleicht geht das jetzt in ein bisschen eine alternativere Richtung und da können wir uns damit identifizieren. Kennt ihr die anderen Starter? Noch nicht alle, aber wir werden es uns zumindest mal anschauen jetzt. Ja, ja. ihr seid schon interessiert am Bewerb. Ja, durchaus. Ja, und versucht ihr sie zu verunsichern vorher dann? Die Gegner? Die richtige Taktik haben wir noch nicht gefunden. Aber ja, aber es scheint mir ein sympathischer oberösterreichischer Zugang zu sein zu diesem Weltevent. Oberösterreich und Salzburg. Wer ist Oberösterreich, wer ist Salzburg? Natürlich, die Oberösterreicher sitzen hinten. Anscheinend. Ja. aber wäre es nicht so auch, Miriam, dass du durch die Moderation so ein bisschen die Leute weltweit auch beeinflussen könntest, indem du sagst, jetzt kommt die... Ich habe sie kennengelernt, sie waren so, sind so mittelsympathisch, so, weißt du, so die Finnen oder so. Ja, das habe ich auch für jedes Land schön eine Beleidigung vorweg. Ja. Man muss ja sagen, dass The Make Makes in Wahrheit nicht für den Song Contest sich gegründet haben oder für den Song Contest geboren wurden. Ihr hattet schon einen veritablen Hit vor dem Song Contest. Platz 6 in der österreichischen Hitparade. Ja, Platz 2 sogar. Ja. Im Ernst? Ja. Einen cool. Song auf Platz 6, den zweiten auf Platz 2. Ach so, verstehe. Das heißt, es gab auch schon Tourneen. Und, schlechte Recherche hat einen Namen. Bastel. Und es gibt eine große Fanbase, die ihr ohnehin habt. Ja, ich glaube, da gibt es schon ein paar Leute, denen es gefällt. Also mehr als 155 Facebook-Freunde. Ja, aber wenn du weniger Fans hast als das BZÖ, darfst du auch nicht auftreten. Innere Stadt. Ja, innere Stadt. Aber war das bei euch eine Diskussion innerhalb der Band? Irgendwie hat für euch Song Contest noch immer nicht auch, wie für viele, ja so ein bisschen einen Beigeschmack und man muss sich das erstmal so einreden, dass das eigentlich ein bisschen cooler geworden ist? Nein, ich glaube, solange man sich dort nicht verbirgt und einfach, das werden wir nicht tun, wir werden einfach dort... das machen, was wir immer dann, und das ist ehrliche Musik machen und dann passt es. Und das ist ja eigentlich das Coolste, was es gibt, dass man seine Musik so viel Leuten näher bringen kann. Und für uns, wir freuen uns schon drauf. Du musst unglaublich hoch singen, ne? Ja, gescheit hoch. Schauen wir, ob es heute nach dem Wochenende funktioniert. Ja, da werden wir vorher nur in die Hosen greifen. Ja, aber habt ihr die ganze Zeit drüber, was war Wochenende? Das naja, das ist, weißt du, man darf Cannabis wieder haben. Ah, echt? Schmeidig. Aber wie waren die Feiern? Mit wem wurde gefeiert? Mit den Eltern eher oder mit Fans? Am Freitag dann schon mit den Eltern auch noch. Ja. Mhm. Und, aber die sind dann irgendwann früher heim. Gott sei Dank. Ne? Wie öd mit den Eltern zu feiern? Seine Eltern sind später heim wie wir selbst. Also, ja. Die haben mehr gefeiert als wir eigentlich. Die kosten es ziemlich aus. Ja, aber die waren auch einfach mal froh, in der Stadt zu sein, oder? Wahrscheinlich. Die kennen das nicht. Welche Rolle, liebe Miriam, wird der Faktor Nervosität spielen? Ich meine, das ist ja schon ein anderer Schnack als Dancing Stars. Wie viele Leute schon dazu? 1 Milliarde? Also diese Zahl ist immer so 200 Millionen, aber was weißt du nicht? Ich habe das ja auch noch nie moderiert, keine Ahnung. Bei dir hat man aber das Gefühl, du kennst Nervosität sowieso nicht. Wird das bei dem Ereignis auch so sein? Oder kannst bei mir ist es ganz schlimm. Also um jetzt einmal was Ernstes, also es ist ganz schlimm. Ich könnte vor jeder Sendung kotzen oder wahlweise auch losheulen, weil ich es ganz schlimm finde. Und auch bei der Sendung habe ich die ganze Zeit, als ich den Namen vorgelesen habe, ich habe den Namen ja auf dem Zettel gehabt. Welchen aber Namen? Ich hab, ja, The Make Makes. Und habe aber die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich trotzdem was anderes sage. Als ob ich komplett bescheuert bin. Toni Vegas. Ich lese das. Ja, hätte sein können. Aber weil ich mir dann... Andreas Kimmert. Nein, nicht schon wieder.
Ja, aber du hast es, wie immer war es nur in deinem Kopf und das, was man von Miriam Weichselbaum gesehen hat, war höchst souverän. Ich meine, du könntest dich zur Legende kotzen bei der Song Contest Moderation. Aber stell dir vor, also allein der Gedanke, du mach eine Sache richtig scheiße dort. Ja, ja. Ja, ja, es wird schön. Na, jetzt schauen ja auch noch die Australier schauen auch noch zu, oder? Ja, genau. Das heißt, du bist jetzt ja wirklich weltweit zu sehen, weil die Australier auch dabei sind. Ja, aber es kommentieren ja alle drüber. Also es hört uns ja, glaube ich, also jedes Land hat ja einen eigenen Kommentator, der dann noch über dich irgendwas anderes. Ja, wir haben das ja früher im Radio auch gemacht. Wir haben das extra immer gemacht, drüber geredet, um quasi diese Peinlichkeiten der Moderatoren, die das live moderieren müssen, zu übertönen halt. Aber wie ist das bei euch mit in Sachen Nervosität? Dort dann, glaubt ihr, dass ihr, wird der Text behalten oder kann es zu peinlichen Blackouts kommen? Nein, ich glaube nicht. Also eine gesunde Nervosität gehört sowieso immer dazu, aber eigentlich muss man ja immer vor zwei Leuten genauso spielen wie vor 2000 oder 2 Millionen oder so. Auf jeden Fall, wir freuen uns drauf. 200 Millionen. 2 Milliarden, ja. Munkelt man. Das brennende Klavier wird es geben. Schauen wir mal, vielleicht zünden wir das Schlagzeug oder die ganze Bühne oder am besten die Stadthalle oder so. Oh, den Satz müssen wir, glaube ich, rausschneiden, sonst sind die Makes Geschichte. Was? Ja, wenn Sie die ganze Stadthalle anzünden wollen. Bei diesen Sicherheitsvorkehrungen, also das ist ja rund um den Song Contest, was da alles veranstaltet. Ja, es ist unglaublich. Und es gibt keine Karten. Kriegen eure Eltern, deine besoffenen Eltern zum Beispiel, kriegen die Karten dann? Gibt es da ein Kontingent? Ja, weil ich habe gleich am nächsten Tag von meiner Mama SMS gekriegt. Wie schaut's denn aus mit den Karten? Können wir da was machen? Also, und du hast gesagt, schon mal drauf. Ja, sie hofft drauf. Sie ist schon beim Vorbild. Ich habe bis jetzt keine einzige Extrakarte. Ich darf gerade mal rein. Du kommst und da rein, kann ich froh sein. Ja. Du musst ja halt schnell irgendwie die Kotzflecken vom Kleid wischen, aber da kommst du sicher rein. Und wie ist das mit Alice Tumler und Arabella Kiesbe? Ihr steht dann in einer Reihe und habt ihr die gleichen Kompetenzen, was die Redezeit betrifft auch und so? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir, also nebeneinander stehen drei Moderatoren an einem Text, das macht ja auch keinen Sinn. Also so Sätze vollenden. Also ich glaube, wir teilen uns da auf, aber wie, ich habe keine Ahnung noch. Also, aber musst du auch was auf Französisch machen oder macht das die Tummler dann alles, das Französische? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und Conchita berichtet aus dem Backstage-Bereich? Ja. Der sogenannte Green Room. Green Room, ja. Wieso heißt der Green Room? Das wüsste nicht. Vielleicht ist er grün, das kann. Der ist nicht grün, der Green Room. Aber was ist denn, warum heißt der Green Room? Da frage ich dich, du bist doch die Song Contest-Expertin. Vielleicht stehen dort Palmen oder sowas, weißt du? Vielleicht sind da Topfpflanzen. Das sind auch Fragen, die niemand weiß, warum der Green Room heißt. Dann heißt er halt. Dann sag doch, wir schalten nicht in den Green Room, weil wir wissen nicht, warum idiotisch. Der Green Room. Ja. Sag doch einfach, wir schalten in den Room. Formerly known as Green Room. Ja. Okay, verstehe. Habt ihr die Bärte eigentlich, seid ihr da inspiriert vom letzten Jahr oder ist das. Na, die haben wir schon länger. Im Vorfeld getragen. Konnte man lesen, dass du der uneheliche Sohn von Christoph Walz seist. Echt, oder? Habe ich in der Zeitung gelesen, ja. Was man nicht alles liest, ja. Ja? Naja, ich sage nur so viel, dass manche Gerüchte sind halt quasi unbezahlbar, aber die Leute können sich da gern einen Kopf darüber zerbrechen, aber ich bin das schon so oft gefragt worden, ich beantworte das jetzt nicht. Ich fände geil, wenn du der Sohn bist von Quentin Tarantino und Christoph Walz, das wäre geil. Oder? Du bist dem Ganzen am nächsten auf jeden Fall, ja? Ja, bist du es nicht? Der ist doch. Würde er mit dir darüber reden wollen, hätte ich das Gefühl gehabt. Offensichtlich nicht. Hatte ich auch das Gefühl ein bisschen. Aber schön, dass du auch super, so sensibel bist. Die Stimmung auch am Tiefpunkt hier. Miriam, du hast ein Kind. Ja, das stimmt. Das lebt allein in London, während du in Österreich arbeitest. 17 Monate ist auch alt genug. Für ja. Ab 17 Monate habe ich mich gekümmert, das reicht auch. Seit wann bist du mit Christoph Walz zusammen? Nein, hast du es dann mit? Liegt das dann neben dir, neben dem Kotzkübel bei der Moderation? Ja, so ungebunden. Nein, hast ich habe die, hab die immer bei mir, wenn ich länger als 2 Tage weg bin, weil ich bin ja so Gluckenmama. Also ich wäre gern viel cooler und viel cooler als Mama, aber ich sitze da sehr drauf. Du sitzt auf deinen Kindern? Ja. Auch das muss man rausschneiden unter Umstellen. Nein, ich steh da dazu. Das, weißt du, weil das wird dort international jetzt gesehen, alles, was du sagst. Weißt du, österreichische Song Contest Moderatorin sitzt auf ihren Kindern. Kriegserklärung aus verschiedenen Ländern. Oh Gott, ja. Das wird ein Theater. Ja, aber es wird natürlich der vorläufige Höhepunkt eurer
beider Karrieren werden. Aber das finde ich immer so schlimm, wenn man das sagt, weil Höhepunkt heiße, dass es danach auf jeden Fall bergab geht, oder? Ja, na, also, nein, aber wie soll es... Ja, es ist auf jeden Fall ein Highlight, so, ja. Aber... Höhepunkt. Aber du kannst es ja auch sehen, einfach, es ist ein Job. Weißt du, ihr könnt ja alle sagen, ich mache da so einen Job heute Abend. Nein, das ist es ja nicht. Naja, so, ich kenne heute. Ich job, also, ich würde es gerne so sagen, weil ich eigentlich immer so die Einstellung habe, es ist ein Job, aber man merkt rundherum, dass es das nicht nur ist. Ja. Aber mal schauen, keine Ahnung. Also, ich bin eigentlich. Ich will mich nur ein bisschen drauf freuen auch. Also, neben diesem ganzen Theater, das da ist, das nicht so. Weißt du, durchhektisch und schauen, dass es vorbeigeht, sondern mir ein bisschen freuen, weil wie oft werde ich das noch? Also ihr werdet es natürlich gewinnen und dann moderiere ich es nächstes Jahr wieder, aber... Hofft man nicht für den ORF, ja. Also wahrscheinlich was Einmaliges. Was war denn das Größte, was du bis jetzt moderiert hast? Was so von der Bedeutung her? Kann man das sagen? Na, das kann ich eigentlich echt... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie kommt es, dass du nervös bist und niemand es merkt? Das verstehe doch, ich das nicht. Merkt man schon die ersten 5 Minuten, man merkt es auch. Mir geht die Luft aus und ich schaue viel öfter auf die Karten. Es ist ja wurscht, das ist halt bei mir dann so. Also ich schaue öfter auf die Karten, mir geht die Luft in den ersten paar Sätzen aus. Ich hast kann du dort einen Teleprompter abstellen. Ich traue mich dann manchmal nicht. Ich kann ja nicht telepromptern. Also bei mir würde es dann so ganz komisch ausschauen, auch so. So ganz unauffällig. Ja. So wie Stevie Wonder so ein bisschen. Ja, nee, Stevie Wonder kann überhaupt nicht vom Telefon. Auch das wieder Wahnsinn. Bewegung her. Aber, aber anscheinend hat man dort einen Teleprompter. Ja, aber machst du ein Trainingslager oder was? Oder riskierst du, dass überall gesagt wird, Blinde moderiert Song Contest? Das sieht viel besser aus. Ja, vielleicht, aber vielleicht könnte es auch so eine Art stille Post werden, weil ihr zu dritt seid, dass die Arabella da Alice was sagt und die Alice dann der Miriam was. Und die Miriam präsentiert es dann. So vielleicht. Ja, aber wer dann so komisch in die Kamera guckt, ist ja wurscht. Ja, weißt du? Ja, Conchita. Ja. Aber für euch ist es natürlich jetzt absoluter PR-Wahnsinn, nehme ich an, oder? Wie viele Interviews pro Tag müsst ihr geben jetzt? Also heute haben wir schon einige durch. Seit 5 in der Früh sind wir munter und... Wer interviewt euch denn um 5? Ja, wir waren mit Dreiweg. Und mit Dreiweg, ja? Ja, aber ihr seid ja Gaga, ihr müsst das nicht live machen. Das zeichnet man auf normalerweise am Nachmittag. Die Profis, ja. Jetzt gleich mal ein paar Tipps. Na, das war live heute. Ja, was war noch? Welche Medien waren noch? Also Qualitätsblätter. Heute Österreich. Ich will jetzt keine Namen nennen. Nein. Ja, einige Interviews. Und werden unglaublich depperte Fragen gestellt oder haltet ihr es noch aus? Meistens dieselben, oder? Ja, meistens dieselben. Bist du der Sohn von Christoph Waltz? Genau die, ja. Die ist halt wirklich jedes Mal vorkommen eigentlich, gell? Ja. Gut, wir wollen nicht drauf rumreiten. Nein, wir drücken euch die Daumen sehr und freuen uns sehr, dass ihr am Ende der Sendung euren dieses große Lied, I Am Joseph, ist der eigentlich von euch geschrieben oder von... Gemeinsam mit Jimmy Harry, ja. Das ist wichtig wahrscheinlich, oder? Auch was die Tantiemen betrifft. Ja, es ist, wir haben es uns alle gleichmäßig aufgeteilt. Ja. I Am Yours. Es wird ein zauberhafter Abend für uns alle. Wir freuen uns schon sehr auch auf deine Moderation. Ich werde wieder mit Tränen in den Augen vom Fernseher sitzen, selber einen Speibkübel neben mir haben, weil ich so aufgeregt sein werde. Ich freue mich sehr darauf und auf diesen zauberhaften Abend. Und weil ich gerade zauberhaft gesagt habe. Ich würde es dir so gern glauben. Das ist schade irgendwie. Es stimmt glauben. Aber wirklich. Ich kann an dem Abend nicht Fernsehen schauen. Aber ich werde, ich muss selber auftreten irgendwo. Oh ja, der feine Herdenauftritt, wo denn? Wieso, weißt du? Aber ich werde dann vielleicht auf meiner Apple Watch parallel schauen. Aber du trittst doch mit mir zusammen auf. Ja, aber wir müssen, glaube ich, am Song Contest auftreten. Wirklich? Ja. Wann ist der eigentlich, der Song Contest? Heuer. Was hast du? Er ist heuer. Na, er ist ja verteilt auf 3 Tage, richtig? Weil das ist ja ein Semifinale, das zweite Semifinale. Am 23. Mai. Das Finale. Am 23. Mai. Wie Sie merken, ist das für uns alle der wichtigste Tag des Jahres. Nein.